Well, 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 hello again. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda The Minish Camp. Ich wünsche euch viel Spaß. Jo. Ja, ich habe gerade gesehen, durch Buch und Zufall, dass hier jemand vereinen möchte. Vielleicht haben wir haben wir Fragment. Und mir ist gerade das eingefallen. Es wäre jetzt ganz schön unsmart zu sagen, wir gehen hoch zum Tempel. Und ja, machen gar nichts. Also in Sidequests. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Wir vom Volk des Windes haben großes Talent darin, Fragmente zu finden. Wir sind so gut, dass wir nicht wissen, wohin mit den vielen Fragmenten. Hilft auch Ordne nichts, wenn sie uns ja jemand abnehmen würde. Das heißt... Okay. Dann... Ja. Gut. Würde ich vorschlagen, auch wegen dem Geldes her, weil das wäre jetzt etwas Verschwendung, jetzt wirklich ganz hoch zu gehen und den Tempel zu machen. Wir haben ja draußen sowohl als auch hier... so ein Zeichen und das heißt, der Vogel kann ja ein bisschen fliegen. Wir nehmen uns den Vogel und machen tatsächlich die Tyrolyander-Quest weiter. Gleich können wir mal gleich gucken, haben wir hier noch welche, die Fragmente vereinen wollen? Der Kleine hier nicht. Und ich würde sagen, wenn euch meine Parts gefallen und ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr ganz kostenlos ein Abo da lassen. Ihr könnt auch gerne mal die Parts liken, ihr könnt gerne Kommentare schreiben. Schreibt doch schon mal hin, was für ein Zelda-Spiel ihr mögt und mit was ein Spiel ihr angefangen habt. Das würde mich auch dringend interessieren. Weil mein erstes Zelda-Spiel war The Legend of Zelda A Link to the Past. Und hier der nächste Tyrolyander geblüht. Juhu, der blaue Tyrolyander blüht. Das haben wir allein dir zu verdanken. Danke. Wir wollen Tyrolyander. Dazu benötigen wir rotes Elixier. Wo gibt es das bloß? Wer könnte uns das bringen? Oh nein. Rotes Elixier. Wollt ihr eigentlich? Nein. Weil das waren die, die ja am Anfang da waren. Nee. Rotes Elixier. Okay. Ja klar, das kann ja nur von der Hexe herkommen. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Nein. Okay, möchte der jetzt am Wasser vereinen? Das würde mich auch gerade interessieren. Ah, ich habe kein Glück mit den Herzen. Doch, da. Jetzt sind mir nur noch zwei. Jetzt sieht sie auch nicht so schlimm aus. Jetzt fehlt mir nur noch eine. Okay. Nein. Gut. Dann haben wir das auch mal geklärt. Er möchte immer noch nicht Fragmente feilen. Link, das geht nicht. Okay. Dann mit ein bisschen Glück kriege ich noch ein Herz. Dann habe ich wieder mein Herz. Isa, aber nein. Das Glück ist mir anscheinend nicht hold. Ja gut, ich weiß nicht, wie die Droprate von den Dingern ist, um Herz zu droppen.
Aber vermutlich gibt's da eine sehr geringe Chance. Dann würde ich sagen, ja, wo ging's zur Hexe? Hier müsste irgendwo sein. Zumindest sind wir hier relativ nah. Weil wir haben ja hier die Abkürzung damals freigeschaltet. Oh, wo kommst du denn her? Ich meine, ja, du warst schon die ganze Zeit da. Ich habe meinen Schwertlaser. Endlich kann ich Gegner auch aus der Ferne wieder attackieren. Weil hier ist es ein bisschen blöd, weil da muss ich erst drum durch die Höhle schwimmen. Gehen wir doch mal einfach da lang, weil hier können wir ja jetzt mittlerweile schwimmen. Und können einiges umgehen und sind hier theoretisch bei der Hexe Styrup, glaube ich heißt sie. Und die Hexe, ist sie Styrup? Laden der Hexe Syrup hat kein rotes Elixier. Okay. Das heißt, wir können die Tyrilander-Quest nicht fortsetzen. Vielleicht. Was machen wir denn da? Gehen wir doch mal in die Stadt. Also jetzt nicht wundern, ich will jetzt nicht den Dungeon oben überspringen. Tatsächlich weiß ich auch nicht mehr, was bei dem Dungeon alles vorkommt. Aber uns fehlt ja einiges und wie gesagt, wir müssen noch Geld ausgeben. Doch noch, was haben wir hier? Gleich ist Mittagspause vorbei. Ich mag dieses Buch. Es ist so entspannt. Ja, Mittagspause. Viel Spaß, viel Lernen. Ja, okay. Ich glaube, mir ist schlecht. War ich denn hier eigentlich schon? Ist doch etwas in diesem Blumenbeet. Bist du Fragment der Pein? Ja. Okay, noch ein grünes Fragment. Ich glaube, so wie ich es hier habe, sind die Grünen da, um Truhen oder Monster spawnen zu lassen. Da müssen wir auch noch einige suchen. Okay, jetzt sagen wir mal, nee, sie will ein anderes Fragment, das habe ich aber auch. Aber auch schon wieder ein grünes. Und ich will nicht dauernd nur grüne Verein. Naja. Müssen wir durch die Wollenszeit nicht anders machen. Noch ein ein goldener. Okay, hier können wir zur Truhe. Die vermutlich nur Geld bringt. Das haben wir aber momentan. Das müsste mein Mann in Real Life sein können. Aber na! Okay. Hier haben wir eine rote Truhe mit einem roten Glücksfragment. Das müsste ja jetzt schon gehen, oder nicht? Nein! Okay, dann hat sich das hier gar nicht gelohnt. Gut zu wissen. Wenn wir mal schleunigst wieder groß und gucken uns mal hinter der Statue um. Weil, wenn ich mich recht entsinne. Genau, kann man die Statue mich wegschieben. Und das Rätsel hier lösen. Wenn wir mal da lang.
genug Bomben haben wir. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir können sogar das Rätsel hier ganz lösen, ne? Theoretisch. Ah, das war verschwendet. Ich meine ja. Wollen wir mal gucken. Aber zuvor definitiv die Rubine ausgeben. Sonst haben wir ja gleich schon wieder Rubine verschwendet. Und das will ich ja vermeiden. Also rollen wir uns mal flugs zu denen. Und werden für 200 Rubine dafür sorgen, dass das nächste Buch kommt. Wobei, ich kann theoretisch sagen, okay. Das nächste Buch ist da. Guten Tag. Hier kann man bla 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 vorbestellen für Abende 200 Rubine. Empfehlen uns nicht mehr viele Bücher. Was haben wir hier? Magnus Schwertbiebel Band 5. Willst du es lesen? Ja. Magnus Schwertbiebel Band 5. Kampf der Elemente. Du bist vielleicht schon einem Monster begegnet, das Eisflüche verwendet. Dieser Gegner hat eine lästige Eigenart, immer wieder aus dem Nichts aufzutauchen und zu attackieren und dann wieder zu verschwinden. Richte doch einmal die Lampe auf ihn. Feuer gegen Eis. Okay, interessant. Das sind Meister Magnus, Moblims halb Mensch, halb Schwein. Sie sind große Gegner, die sich meist nahe dem Thylöjönderwald aufhalten. Kämpfe mit dem Schwert, edler Recke. Deine Mühe wird reich belohnt werden. Weiterlesen. Die acht Wunder von Hyrule 5. Alles Mane. Ohne dein Zutun verbessern sie deine Fähigkeit. Wie wunderbar. Das ist jedenfalls, das ist natürlich nur ein Gerücht. Weiterlesen. Gab dich wohl, bla bla bla. Okay. Doch da war dieser ältere Herr mit grünen Hosen auf dem Bügel. Nun, bis zum nächsten Band. Band 6. Gut. Jetzt muss ich überlegen. Ein Zugang ist bei ihm, das weiß ich. Wo die anderen Zugänge sind. Ich glaube, ein Zugang ist hier. Wenn ich nichts machen kann. Zumindest glaube ich, dass ein Zugang hier war. Ich kann auch jetzt ganz falsch sein. Ja. Okay. Ein Zugang war hier. Weiß ich aber nicht. Haben wir hier mal die Wände durchsucht? Ich denke ja. Oder? Ja. Wenn die Truhe schon offen ist, ja. Ja, habe ich glaube ich abgebrochen, weil ich so das Rätsel hier kenne. Und mir gesagt habe, jetzt können wir schon das nächste Bandfibel machen. Ja, das wird so nichts, wa? Jetzt haben wir noch zwei Zugänge. Ein Zugang davon, das ist jetzt halt jetzt etwas das Blöde bei diesem unterirdischen System. Ich will die Spinnen umgehen, ich will nichts mit den Spinnen da zu tun haben. Aber die wird mich wieder kriegen. Nein, ich bin schneller. Ah, nee, sie ist noch tot. Okay. Gut, dann ab wieder nach draußen. Genau. Und zwar der nächste Zugang ist hier beim Brunnen. Da waren wir, glaube ich, auch noch nie so drin. Weil wir noch nicht allzu lange die Sachen hier haben. Wie die Schwimmflosse. Oh Mann. Ich hasse euch Viecher. So, und können das nächste hier reinsetzen.
Und der letzte Zugang ist beim Bürgermeister Argar. Aber ich glaube, hier ist ja mittlerweile auf. Bleib stehen. Was für ein Fragment möchtest du? Habe ich dieses Fragment? Ja, davon habe ich noch ein paar. Okay, mit den Fragmenten kommen wir auch sehr, sehr gut voran. Das finde ich sehr gut. Hier kommt eine Kiste nämlich mal an. Ja. Wo das ist, ist klar, das ist bei denen. Okay. Apropos, okay. Und schon ist die Tür hier auf und wir können uns den Inhalt dieser Truhe schnappen. Den Inhalt. Hat uns aber nicht viel gebracht. Er möchte auch Fragmente vereinen. Ich glaube, dieses Fragment haben wir nicht. Nein, ich habe dieses Fragment nicht. Er will mich nicht mehr anschauen. Müssen die einen anschauen? Nein. Müssen sie nicht. Prima. Ja, da ist noch ein Rubin. Und hier haben wir was Interessantes. Hier können wir uns eine aussuchen, die tatsächlich was machen möchte. Ich vereine mal mit Nairu Fragmente. Und ja, die Namen sollten Zelda-Kenner wirklich bekannt vorkommen. Genial, jetzt kann ich hier Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten. Um das Haus mit dem Haus zu vermieten hier. Oh, die passen perfekt zusammen. Vielleicht sind sie jetzt was Gutes. Denn sie sind wegen da ganz schön große Stadt. Din, Nairo, Perro. Das sind die vier Orakel. Ich muss mir ein ruhiges Zuhause suchen. Immer im Hotel wohnen ist auch nicht, das wäre. Die vier Orakel, die drei Orakel. Oder auch die Göttinnen. Ah, das habe ich nicht. Nee. Die schon für die Zelda-Lore. Was für ein nützlicher Sackhotz in diesem Zimmer? Stimmt etwas nicht? In der Zelda-Lore sehr bekannt sind. So. Okay. Hier muss ich nochmal sagen, so hat ein YouTube-Kollege etwas nicht verstanden. Diese Steine hier lassen sich mit 3 verschieben. Und er hatte damals gesagt, wir brauchen tatsächlich hier. Nee, dem ist nicht so. 3 reichen vollkommen aus. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, die Statue, dass man da hin kann, das ist idiotisch. Weil ich meine, die hier sich so verschieben. Und ja, dem ist auch so. Den können wir mal ganz nach unten schieben und haben das Rätsel hier gelöst. Und dafür viel zu viele Rubine bekommen. Okay. Ich muss nochmal neue Schwertfibeln kaufen. Es bleibt mir ja leider nichts anderes übrig. Er möchte noch Fragmente fallen. Das Fragment haben wir sogar. Warum wollen wir jetzt so viele Grünen haben? Das ist etwas Wunderbares. Okay. Jo, hier kommt, glaube ich, ein Gegner. Hm? Ja. Da müssen wir auch noch gucken. Ja. Oh, ich könnte mir hier einfach ein Fragment kaufen. Dann haben wir schon mal da 100 weg und hier noch 50. Ja, okay. Dann haben wir hier die weg. Ah, und die muss ich auch noch abgeben. Aber nicht das Passende, was ich brauche. Natürlich. Und ich wette mit euch, wenn ich irgendwann mal jemanden gefunden habe,
der genau dieses Fragment haben möchte, dann brauche ich das nicht mehr, beziehungsweise habe es nicht mehr. So, hier kann man Bob bestellen für Abenteuer-Tipps 200 Rubine, ja. Mindestens, ja, ich weiß, ich muss dafür nochmal raus und rein. Magnus Schwertfiebel Band 6. Willst du es lesen? Ja. Magnus Schwertfiebel Band 6. Nicht feuerfest. Kennst du jene Kreaturen, die am ganzen Körper bandagiert sind? Sie umklammern dich, wenn du in ihre Nähe kommst. Auch diese unangenehmen Gesellen haben ihre Schwachstellen. Ihre Bandagen sind leicht entzündbar. So nimmt jeder jenes Item, das brennt. Weiterlesen. Was tun, Meister Magnus? Magnus, Todeskrabscher und Terrorkrabscher, Riesenhände, die nach dir greifen, besiege diese fiesen Gegner mit Pfeil und Bogen. Okay. Die 8 Wunder von Hyrule, 6 Rubinschleime. Gierige Menschen werden von ihnen festgehalten und bestohlen. Je gieriger du bist, desto mehr Rubine werden dir geraubt. So sagt man jedenfalls, es könnte allerdings auch nur ein Märchen sein. Nein, hab dich wohl. Und wieder hätte ich einen Leserbrief. Was ist dein Hobby? Training. Okay. Ja, machen wir mal die Quest mit Nairu fertig. Denn, wenn die mich jetzt nicht festhalten die ganze Zeit, wir können mit ihm hier reden. Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman, der Makler. Ich suche einen Mieter für dieses Haus. Gorman, sollte Zelda-Kenner unter euch auch was sagen, vor allen Dingen die, die Ocarina of Time gespielt haben. Denn das ist ein Easter Egg, weil Gorman ist einer von den Gorman-Brüdern, die in der Range sind, die nur Mist bauen. Gorman hat zum Beispiel Ocarina of Time, die Range, die London Farm, damals gestohlen sozusagen. Er sagt, legal erworben. Durchkennen. Und bei Majora's Mask bestehen sie die Schwester der, ich glaube auch London Farm, beziehungsweise der Farm da unten und klauen die Milch. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Oh. Oh. Mehr Leute wären zu laut und würden alles schmutzig machen. Sag Bescheid, wenn du jemanden suchst. Hast. Ja, hab ich. Liebe Nairu, wundere dich nicht um deinen Vermieter, der ist etwas eigenartig. Oh, du willst mir ein Haus zeigen? Ja. Vielen Dank. Fragmente fein. Ja. Jetzt passiert etwas Wunderbares. Hm. Okay. Ein Schmetterling, da müssen wir auch noch hin. Oh, die passen sind perfekt zusammen. Fragmente fein? Ja. Weil ich glaube, ihr bringt mir sehr viel was. Nicht nur die Schmetterlinge, die wir übrigens brauchen. Weil die erhöhen die Sachen. Die nehmen wir beim nächsten Part, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, genau, eins habe ich natürlich nicht. Aber nein, dem ist nicht so. Ach, ihres habe ich. Und sie setzt den letzten Schmetterling frei. Wie gesagt, die Schmetterlinge brauchen wir. Für was? Weiß ich noch nicht. Sie wollen alle drei ein Haus. Okay. Soll ihr ein Haus zeigen. Und jetzt seht ihr, sie ist eingezogen. Und Gorman ist verschwunden. Hm. Aber er ist nicht verschwunden. Ich glaube, er ist einfach nur hier oben. Gehen wir mal gerade auf die andere Seite. Ah, der Hund ist nervig. Hier ist er. Es liegt außer richtig hier. Der Brieftige, tut mir leid, der muss so viel herumrennen. Haben wir hier was? Immer noch her. Was? Also ich meine, meine Heimat? Schön dort, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie ich ihn dazu
bringe, das Haus zu bauen. Doch ich glaube, durch Nairo, ne? Und Verrohre. Nee. Gut. Dann müssten wir doch mal zu den Handwerkern, weil ich glaube, die wollen auch vereinen. Was das Fragmenteverein angeht, sind wir jetzt noch besser aufgeteilt. Du willst Fragmente vereinen? Sehr gern. Aber natürlich mit einem Fragment, das du nicht hast. Wie jedes Mal. So, oh, du willst die Fragmente vereinen? In Ordnung. Aber du hast dieses Fragment nicht. Wie jedes Mal. Okay. Gehen wir hier rein. Weil auch hier. Ja. Okay. Ja, also hier können wir zwei gerne mal abliefern. Da haben wir ja noch eine hohe Chance. Also da ist noch relativ gut, um eine neue Figur zu bekommen. Das ist ja wirklich so, das hatte ich glaube ich mal gezeigt. Das mache ich aber jetzt noch offstream. Das ist einfach nur, ich werde jetzt die Rubine los. Und ich hoffe, es hat euch der Part gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer macht. Ich wünsche euch ein frohes Wochenende. Haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Endcard. Wie jedes Mal bekommt ihr links vom Foxy eine Playlist. Rechts vom Foxy kommt ihr von YouTube ein generiertes Video. Und in der Mitte vom Foxy könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt und euch meine Videos gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut. Haut rein. Ciao.